Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg. Eine Patientin wird mit schweren Brandverletzungen gebracht. Meistens passieren Unfälle mit Flammen, kochenden Flüssigkeiten oder ätzenden Säuren und Laugen zu Hause. Zweithäufigste Ursache sind Arbeitsunfälle. Schon bei einem Viertel betroffener Körperoberfläche kommt es zu Folgeschäden. Dies hat nicht nur Folgen für die Haut, die da betroffen wurde, oder für die Körperoberfläche, sondern kann eben auch eine Folge auf den ganzen Menschen haben. Es kann hier zu Stoffwechselvorgängen kommen, die geändert sind, chronische Entzündungsvorgänge. Es kann dabei auch auftreten, dass das Immunsystem versagt des Patienten, was dann zu einer Infektion oder zu Entzündungen, zu chronischen Entzündungen führt und letztendlich auch zu einem Versagen von anderen Organen, von inneren Organen wie der Lunge oder auch der Niere führen kann. Wir schreiben das Jahr 1901. Im Forsthaus zu Stammham nahe Ingolstadt ist Waschtag. Anna Schäffer ist hier Dienstmagd. Sie ist mit einer Kameradin im Waschhaus zugange. Beim Anschüren des Feuers bemerkt sie, dass sich das Ofenrohr aus der Wand gelöst hat. Sie steigt auf die Kesselumrandung, um es zu befestigen. Die Kollegin hat ihr den Rücken zugedreht, plötzlich ein Schrei. Sie dreht sich um und sieht Anna in brodelnden Waschzuber stehen. Der Deckel hatte sich gelöst, Anna war bis über beide Knie in die kochende Lauge gestürzt. Entsetzt stürzt die Kollegin Hilfe holen. Minutenlang steht Anna im kochenden Nass. Als man sie herauszieht, sind ihre Beine verbrüht. Das Mädchen bleibt für den Rest seines Lebens ans Bett gefesselt. Am 21. Oktober 2012 wird Anna Schäffer von Papst Benedikt XVI. In Rom heilig gesprochen. Manchmal begeben sich viele Menschen an das Grab einer Person, weil sie darauf vertrauen, dass der oder die Verstorbene in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Informiert der örtliche Pfarrer den Bischof über diese Vorgänge, kann der dann ein offizielles Heiligsprechungsverfahren einleiten. Es hat zwei Stufen. Zuerst erfolgen Untersuchungen auf diözesaner Ebene. In der Abteilung für Selig- und Heiligsprechungsverfahren des Bistums Regensburg sammelt und prüft Domvikar Monsignore Georg Schwager minutiös alle Unterlagen zur Causa Anna Schäffer. Wenn in der Diözese die Untersuchungen abgeschlossen sind, werden die Akten versiegelt und gehen nach Rom. Dort wird das ganze Verfahren noch einmal geprüft und am Ende steht dann die Entscheidung des Heiligen Vaters, ob er alle Untersuchungen anerkennt oder nicht. Was veranlasst Rom, Anna Schäffer, eine einfache Dienstmagd, in den Stand der Heiligen zu erheben? Und man kann wohl davon ausgehen, dass das eben dann diese Personen, die Kandidaten, die heilig gesprochen werden, selig gesprochen werden, einen besonderen Auftrag haben, auch für unsere Zeit, an denen wir lernen können, worauf es ankommt im Leben, in unserem Glaubensleben, der Beziehung zu Gott. Und bei Anna Schäffer ist es halt so auch, bei Anna Schäffer, dass man, jeder Heilige ist ja wie ein Portal, durch das das Licht Gottes in die Welt strahlt. Und bei Anna Schäffer ist es eben auch für die Kranken, für die Leidenden. Und aus dem Leben Anna Schäffers lernen wir, dass der Mensch auch im Leid von Gott geliebt ist. Das ist eine wichtige Erfahrung. Warum glauben wir eigentlich an Heilige? Wir sind nicht nur von den Menschen um uns herum, die wir sehen, umgeben, mit Arbeitskollegen, mit Mitschülerinnen, mit Mitstudentinnen, mit anderen Menschen in der Nachbarschaft, sondern wir sind auch von Menschen umgeben, die verstorben sind, wo wir glauben, dass sie bei Gott sind, die uns aber dennoch nahe sind. Wir empfinden auch von Menschen, die aus unserer Familie etwa verstorben sind,
dass sie uns nahe sind, dass sie irgendwie auch da sind. Und ich glaube, diese Empfindung trügt nicht, sondern sie zeigt etwas ganz Wahres, dass wenn wir glauben, dass sie bei Gott sind und Gott überall ist, uns auch diese Menschen nah sind. Das heißt, wir sind nicht allein, wir sind umgeben von heiligen Menschen und auch von anderen Verstorbenen, die wir vielleicht nicht mehr sehen, aber die wir bei uns nahe wissen. Machen wir uns auf nach Mindelstetten, einem kleinen Dorf zwischen Regensburg und Ingolstadt. Hier wird Anna Schäffer am 18. Februar 1882 geboren. Sie wächst als drittes Kind einer kinderreichen Familie auf. In dem engen, bescheidenen Bauernhaus führt die Familie eine kleine Schreinerei. Sie lebt an der Grenze zwischen Armut und Auskommen. Anna ist ein bescheidenes, stilles, fast schüchternes Kind. In der Schule hat sie gute Noten. Bemerkenswert für ein Kind von 6-7 Jahren, sie zieht sich oft alleine zum Gebet in irgendeinen stillen Winkel zurück, wo sie sich unbeobachtet fühlt. Die erste heilige Kommunion ist das früheste religiöse Ereignis im Leben der Anna Schäffer. An diesem Tag schreibt sie einen Brief an Jesus. Darin formuliert sie Gedanken, die für ein Kind eigentlich zu groß sind. Sie bietet sich als Sühneopfer an. Am Kommunionsversprechen erkennt man bereits ihre große religiöse Hingabe. O lieber guter Jesus, heute bei meiner ersten heiligen Kommunion weihe und opfere ich dir mein Herz und meine Seele. Verlass mich nicht und mache mit mir, was du willst. Ich will dir, o guter Papa Jesus, Sühne leisten und wenn du willst, lass mich ein Sühneopfer werden für alle Unehre und Beleidigungen, welche wider dich, o guter Jesus, geschehen. Schon als Kind hatte Anna Schäffer den Traum, in die Mission zu gehen. Sie muss etwas Geld mitbringen, eine Art Mitgift, um im Orden aufgenommen zu werden. 13-jährig verlässt das Mädchen ihr Elternhaus und tritt in verschiedene Dienste, zuerst in Regensburg, dann in Landshut und Sandersdorf. Schließlich bei besagter Forstmeisterfamilie in Stammham. Doch es kommt anders, denn 2 Jahre zuvor hat Anna eine Vision, die sie selbst als Traum bezeichnet. Ihr erscheint Christus. Er teilt ihr die zukünftige Berufung mit, dass sie noch vor ihrem 20. Lebensjahr viel leiden müsse und dass das Leid sehr lange dauern würde. Ich konnte die ganze Nacht fast nicht schlafen, weil mir jenes Gesicht immer im Kopfe war. Es ist mir so eingeprägt, als wenn es erst gestern gewesen wäre. 2,5 Jahre später sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Mit dem Unfall am 4. Februar 1901 beginnt der 25-jährige Leidensweg. Fanny Müller erinnert sich. Das Ofenrohr ist oben rausgegangen. Und da hat die Wäscherin gefragt, sie soll bloß da raufstehen und das Ofenrohr reinschieben. Nicht? Und das hat sie natürlich nicht gesagt, dass ein Fuß drüben und ein rennt. Die hat nichts gesagt und die steigt mit den 2 Füßen da hin und der Deckel hebt sich doch und sie ist reingefallen. Dann hat sie es noch drin einlassen und ist fort und hat um Hilfe geschrien. Anstatt dass sie das Maul gepackt hätte und hätte es rausgezogen, ist erst um Hilfe. Und dann sind natürlich die Leute gekommen, ach mei, hat sie die verdrängt gehabt bis darauf. Ach, hat das ausgeschaut. Die Ärzte bemühen sich redlich um Anna Schäffer. Mit der Zeit sind ihre Füße steif geworden. Um Anna gehfähig zu machen, werden sie ihr mehrmals gebrochen.
Um die Wunden zum Zuheilen zu bringen, wird ein Gipsverband angelegt. Darunter entzünden sie sich erst recht. Der Assistenzarzt, der den Gips abnehmen soll, sägt ihr zu alledem ins Bein. Nach 1,5 Jahren Krankenhausaufenthalt und über 30 Operationen ist sie so weit hergestellt, dass sie entlassen werden kann. Aber schon nach kurzer Zeit brechen ihre Wunden wieder auf. Von nun an bleibt sie ans Bett gefesselt. Wie geht Anna Schäffer mit diesem Schicksalsschlag um? Zunächst einmal wollte sie also schon gesund werden und hat alle Anstrengungen unternommen. Bis ihr natürlich irgendwann einmal die bittere Erkenntnis dämmerte, mir kann kein Arzt mehr helfen. Nach dem x-ten Aufenthalt im Krankenhaus und der x-ten Operation, die schiefgegangen ist, weiß man dann endgültig, es ist aus. Es wird nichts mehr, ich werde nicht mehr gesund. Ab da kommt eine vollkommen neue Zäsur in ihr Leben. Sie musste dann ihren Berufswunsch praktisch aufgeben, innerlich aufgeben, sich total verabschieden von dem, was sie sich vorgenommen hatte und sich vollkommen neu auf ihre sehr grausame Situation einstellen. Sie hatte Schmerzen Tag und Nacht und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zu versorgen, konnte nicht mehr ihren Lebensunterhalt erwerben. Das war ja das Ärgste, dass sie immer auf fremde Hilfe angewiesen war in jungen Jahren. Und in diesem Zustand offenbar hat sie wohl ihren Kommunionvorsatz neu verstanden. Verstanden, dass der Herr ihn anders deutete als sie. Es sollte wohl nicht die Mission irgendwo in der dritten Welt werden, die sie sich vorgenommen hatte, sondern ihre Mission bestand wohl dann darin, mit dem Herrn den blanken Kreuzweg zu gehen. Den Kreuzweg des Leidens, der Passion, in Geduld, in Ausdauer, nicht in der Auflehnung, in der Liebe, in der Hingabe. Und aus dieser inneren Haltung heraus ist dann eigentlich ihre neue Sendung erwachsen. Anna Schäffer lernt, ihr Schicksal anzunehmen. Aber bald schon merkten die Leute, dass sie hier nicht irgendeine Patientin vor sich hatten, die sie bedauern mussten, sondern dass sie einen Menschen vor sich hatten, der einen geistlichen Weg ging. Und bald schon kamen die Leute nicht mehr, um sie zu trösten, sondern um von ihr getröstet und aufgerichtet und gestärkt zu werden. Und man fing an, sie zu bitten, sie möge doch für die eigenen Anliegen beten, sie möge doch eintreten für sie selbst, für die Bittsteller. Also man hatte offensichtlich die Erfahrung gemacht, wenn Anna betet, dann ist das wirksamer, als wenn man selber betet. Und von dieser Situation her hat sich das verbreitet in immer größere Kreise. Sie ist zu einer Art Fürbitterin geworden. Woher nimmt Anna Schäffer die Kraft, den Leidensweg zu gehen? Sie tut das, was sie schon als Kind gern getan hat, beten. Sehr große geistliche Hilfe findet sie in ihrem Pfarrer Karl Rieger. Die Betreuung von der Anna, die tägliche Betreuung von der Anna, nicht nur durch die Sakramente, sondern durch Ratschläge, Literatur, die er ihr gegeben hat. Nein? Und Vorbild war er auch. Ich habe den Rosenkranz als treuen Begleiter die ganze Nacht in meinen oft von heißen Feuersgluten durchdrungenen Händen. Und auch des Tages ist er mein Rosenspiel. So nenne ich ihn oft, wenn ich nicht schreibe oder sonst was tue. Pfarrer Rieger bestärkt die Kranke im Briefeschreiben. Ihr sogenanntes Briefapostolat führt Anna Schäffer eifrig aus, vom bayerischen Königshaus bis zu den ganz einfachen Menschen. 175 Briefe sind erhalten. Im Ersten Weltkrieg spendet sie damit den Frontsoldaten Trost, betet für sie. Nicht nur aus der Heimat, sondern auch aus Österreich, der Schweiz, ja sogar aus Übersee, treffen Briefe ein von Menschen, die sich in Not, Krankheit, Verzweiflung und in den Schrecken des Ersten Weltkrieges an sie wenden. Ich schreibe immer nur alles so, wie es mir im Herzen ist. Was würde es nützen, wenn ich ganze Bücher schreiben würde? Und meine arme Seele wäre weit entfernt von dem Geschriebenen. Anna Schäffer macht nie den Eindruck einer schwer leidenden, von Schmerz gezeichneten. Deshalb kommen viele Kinder zu ihr ans Krankenbett.
Sie verliert ihren Humor bis zum Schluss nicht. Sie sagt, heute waren wieder zum Beispiel viele Kinder da und sie sind so eifrig gewesen. Und wenn mein Bett nicht an der Wand gestanden wäre, dann hätten sie es doch glatt weggeschoben. So eifrig waren sie. Also sie schätzt diesen Besuch auch, den sie bekommt, auch den der Kinder. Und wenn ein paar Wiesenblumen dann mitgebracht worden sind und die dann auf die Bettdecke gelegt worden sind, dann freut sie sich darüber auch. Ja. Sie widmet sich Näh- und Stickarbeiten, trotz schmerzender Hände. Für die Menschen, die Kirche, auch das gibt ihr Halt. Ich habe 3 Himmelsschlüssel. Der größte darunter ist von schwerem Gewicht und ist aus Eisen. Das ist mein Leiden. Der zweite ist mein Federhalter und der dritte ist die Nadel. Ihre letzten Tage waren natürlich gekennzeichnet von ihrer schweren, immer schwerer werdenden Krankheit, sodass sie die letzte Woche fast nicht mehr bei Besinnung war. Und man nahm dann auch von Seiten des Dorfes langsam Abschied von ihr. Ihr Sterben zog sich offensichtlich über längere Zeit hin. Man rechnete also mindestens 2-3 Wochen schon, dass es wohl nicht mehr lange dauern würde. Und diese letzte Woche, in der sie auch fast kaum noch redete und auch kaum noch bei Bewusstsein war, diese letzte Woche war der große Abschied und das Vorbereiten auf ihren Tod. Man hörte aus ihrem Mund eigentlich nur mehr den einen Satz, mein Herr und mein Gott, in großen Pausen. Als dann tatsächlich der 5. Oktober dann kam, ihr Todestag, war Pfarrer Rieger fast den ganzen Tag in ihrem Krankenzimmer. Nur abends, als sie dann wirklich verschied, in den Augenblicken war er ausgerechnet nicht da. Er ist halt kurz einmal nach Hause gegangen. Nicht? Anna hat in diesen letzten Momenten mit äußerster Kraftanstrengung noch einmal versucht, den Arm zu heben und ein Kreuzzeichen zu machen und konnte noch den Satz sagen, Jesus, dir lebe ich. Und mit diesem Wort auf den Lippen ist sie gestorben. Die Beerdigung findet unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt. Um die 5000 Leute kommen nach Mindelstetten. Pfarrer Rieger ist ein sehr umsichtiger Seelenführer. Nie spricht er über Anna Schäffer als eine Selige oder Heilige, nicht zu Lebzeiten und auch nicht in der Grabpredigt. Er nennt sie eine Fürbitterin bei Gott. Lediglich an den Rand des Totenbuchs notiert er mit Bleistift Sancta, eine Heilige. Er nimmt mit dem Ordinariat Kontakt auf und das Grab wird ausgemauert, sodass bei der Exhumierung die Gebeine gut erhalten sind. Bischof Rudolf Graber gibt schließlich 1972 auf vielfachen Wunsch der Bevölkerung die Genehmigung, Anna Schäffers Gebeine in die Pfarrkirche zu übertragen. Er eröffnet damit den Seligsprechungsprozess. Am 7. März 1999 wird Anna Schäffer in die Schar der Seligen aufgenommen. Zum Anna-Schäffer-Gebetstag am 26. Juli kommen Jahr für Jahr Tausende nach Mindelstetten. Bis heute reißt der Pilgerstrom nicht ab. Mittlerweile sind über 23.000 Gebetserhörungen eingegangen. Sie alle werden der Fürsprache Anna Schäffers zugesprochen. Wenn die Menschen ihre Lebensgeschichte an Anna Schäffers Grab bringen, treffen sie auf Rosemarie Kiluschik. Sie ist Mesnerin für die Wallfahrtsgruppen. Da sie Anna Schäffer täglich nah ist, ist sie Ansprechpartnerin für die Pilger geworden. Sie gibt Auskunft, nimmt Gebetsanliegen entgegen und betet mit ihnen. Also wenn die Menschen kommen, dann sind sie meistens mit den großen Anliegen da. Es ist jede Kategorie, ob es jetzt Kinder, Jugendliche, Orden, Priester, Kreise, Ehepaare, egal welche Richtung. Also die kommen mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten. Und man sieht einfach, sie haben ganz großes Vertrauen zu ihr. Und wenn sie dann wieder rausgehen und ich manchmal mit ihnen ins Gespräch kommen kann, dann erzählen sie mir eben, wie sie wieder Kraft schöpfen, wie sie den Weg wieder weitergehen können. Und manchmal kommt es auch vor, ich treffe sie nach einer bestimmten Zeit wieder und sie sagen dann wirklich, können Sie sich nur erinnern, ich war da und habe dies und jenes Anliegen gehabt und die Anna Schäffer hat mir geholfen und ich bin sehr dankbar und deswegen komme ich wieder. Menschen aus allen Teilen der Erde hat die Mesnerin so kennengelernt. Aus Amerika, Afrika, Mexiko und sogar aus Sri Lanka. Konrad Kuffer lebt ganz in der Nähe. Er hat 1992 einen Autounfall. Der heute 78-Jährige ist überzeugt, die Fürbitte Anna Schäffers rettete ihm damals sein Leben. Nach einem arbeitsreichen Tag fährt er von der Gemeinderatssitzung nach Hause. Die Strecke führt über einen schmalen Flurbereinigungsweg.
An diesem Abend im Februar ist es kalt, um die 0 Grad. Durch den Nebel sieht man die Hand vor Augen nicht. Konrad Kuffer nimmt deshalb eine falsche Abzweigung. Der Wagen gerät aufs freie Feld, es kracht und er kommt abrupt zum Stehen. Kuffer verspürt einen stechenden Schmerz. Der Oberschenkel ist gebrochen. Er öffnet die Wagentür und versinkt im Schlamm. Der Grund, das Auto steckt in einem Entwässerungsgraben fest. Die Stunden vergehen, Kälte kriecht in seinen geschwächten Körper. Er sieht sich dem Tod nah. Doch er vertraut auf Anna Schäffer, fleht sie um Hilfe an. Nach 5 endlosen Stunden wird er von seinem Sohn gefunden. Die Mutter hatte ihn alarmiert, als diese ihren Mann nicht wie gewohnt neben sich fand. Ich dachte, der Himmel geht auf, weil ich das Licht gesehen habe. Da hat der Konrad gesagt, Papi, wir haben dich. Wir holen dich raus, haben dich rausgeholt. Ja, dann hat zuerst der Neffe Verstärkung geholt und der Bub war in das Doppel, weil das hat ja bloß mehr um eine halbe Stunde, haben wir gesagt, haben sie im Krankenhaus eine halbe Stunde, hat er noch Lebensschaden können. Da haben wir hinten in ein Auto. Weil er noch zusammengebrochen war, ja. Nachher. Okay. Ich bin da drin gestanden, also ich habe keinen Blutverlust, keine offene Wunde gehabt. Aber Schlamm und Dreck. Die ganze Nacht habe ich nicht das Weise gebetet, konnte nicht ganz tun. Ich habe zwar die Hunde, ich habe nach Hilfe gerufen, nicht da. Ich habe bloß ein paar Meter vor, hat mir kein Mensch gehört, ganz klar. Sühne, Buße, Opferung, keine Konzepte, die leicht zu verstehen sind. Anna Schäffer hat ein völlig anderes Leben geführt, als junge Leute das für gewöhnlich tun. Sie streben hinaus in die Welt, wollen das Leben entdecken. Auch ist seit ihrem Tod fast ein ganzes Jahrhundert vergangen. An Aktualität hat ihre Geschichte dennoch nichts eingebüßt. Mit Sicherheit steckt man in keiner so schwierigen Lebenswelt wie die Anna Schäffer mit ihrer Situation, mit ihrer schweren Krankheit. Aber dennoch gibt es auch oft Kleinigkeiten, die einem Probleme machen. Und in solchen Situationen finde ich, dass das Beispiel der Anna Schäffer wirklich einen großen Halt gibt. Trotzdem in Freude und in froher Gesinnung das ganze Leben zu meistern und zum Schaffen. Erwin Schäffer ist der Großneffe von Anna Schäffer. Er erinnert sich gut an die Gespräche mit seiner Großmutter. Oft erzählte die Oma von ihr. Dass ihr Mann Leopold nicht aus dem Krieg zurückkehren sollte, sah Anna Schäffer voraus. Und zwar, wie sie ja gesagt hat, morgen kriegst du einen Brief. Und dann hast du gesagt, ja, was für einen Brief kriegen wir morgen? Dann hat er gesagt, ja, keinen gescheiten. Ja. Und dann hat sie schon gewusst, was los ist. Was ihm unpraktisch gefallen ist, der Bruder von Anna Schäffer. Hier in der Altöttinger Kapelle in Mindelstetten wird der Gefallenen gedacht, auch Leopold Schäffer. Der Heiligsprechung sieht er erwartungsvoll entgegen. Es war eine übergroße Freude, weil man konnte sich das gar nicht vorstellen, dass man in einem Leben eine Seligsprechung und eine Heiligsprechung von der Verwandten miterleben kann. Das ist einmalig für mich. Und das ist für alle Menschen bei uns einmalig. Und Erwin Schäffer ist nicht der Einzige, der sich freut. Also ich finde es natürlich eine super große Freude, dass jemand aus unserer direkten Umgebung, aus Mindelstetten, Heiligsprecher wird und dass sie in der ganzen Welt bekannt wird. Aber natürlich ist das nicht jetzt unbedingt für sie nochmal eine größere Ehre, weil sie ist mit Sicherheit schon im Himmel, wenn man es ja glaubt, wenn jemand heilig wird. Aber trotzdem hat das vor allem Bedeutung für uns da jetzt auf der Welt, um noch mehr Möglichkeiten zu haben, Jesus kennenzulernen. Ja, Heiligsprechung, das hätte sich keiner erwartet. Seligsprechung war schon ein wunderbares Ereignis. Aber jetzt darf es halt wirklich in der ganzen Welt als Heilige verehrt werden, neben so großen Leuten wie dem heiligen Franz von Assisi oder sowas. Also das ist wunderbar in so einem kleinen Dorf wie Mittelstetten, dass man sowas Großartiges hervorbringen durfte. Der Gnade von oben, das ist schon was ganz Tolles. Ja. Anna Schäffer ist als junger Mensch verunglückt. Eigentlich sollte sie durchstarten in ihr Leben und dann dieser Schicksalsschlag. Manchmal stehen wir alle,
gleich welchen Alters, vor dem Scherbenhaufen unserer Pläne, beruflich, privat oder in Partnerschaftsbeziehungen. Die Schreinernandl, wie der Volksmund sie liebevoll nennt, kann aber gerade junge Leute motivieren. Und vielleicht hat sie auch Momente gehabt, wo sie gedacht hat, oh, ist Gott jetzt fern? Wo ist Gott? Warum kann Gott das zulassen? Und ich glaube, das passiert auch in einem Leben von einem jungen Menschen, in unser aller Leben, dass immer wieder mal ein Traum zerplatzt oder dass etwas passiert, was wir eigentlich nicht wollen. Und wir uns dann fragen, ja, wo ist jetzt Gott? Und die Anna Schäfer hat dann, ich sage jetzt mal, die Kurve gekratzt, oder? Und hat es annehmen können, aber nach einem langen Weg, und hat Ja sagen können zu dem und hat dann auch in ihrem großen Leid verstanden, dass Gott da ist und dass er nahe ist und dass er immer mit ihr ist. Nicht nur, wenn es ihr gut geht, sondern auch, wenn es ihr mal schlecht geht oder in dem Fall ziemlich schlecht gegangen ist. Und auf ihrem langen Weg, dann hat sie immer mehr die Verbindung zu Christus gefunden und hat so auch ihr Leiden ertragen können. Und ich glaube jetzt, egal ob jetzt ein großes oder ein schweres Schicksal oder auch unsere täglichen Leiden, da können wir viel von der Anna Schäfer lernen, wenn wir das mit Christus leben. Man kann einen Schicksalsschlag bewältigen. Es ist möglich, danach nicht den Mut zu verlieren. Man muss nicht aufgeben. Aber wie? Anna Schäfer gibt uns die Antwort. Ich kann es in Geduld und Gottvertrauen, in der Verbundenheit mit Jesus Christus, vor allem in der heiligen Eucharistie, in der Kommunion. Und so sagt sie das schöne Wort: Die Sonne meines Lebens ist Jesus im heiligsten Sakrament.